Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Graveyard Keeper. Wir sind hier stehen geblieben. Wir wollten einen Vampir finden. Wir müssen uns ein bisschen um unsere Flüchtlinge kümmern. Wir haben ja den Picknickkorb, da sollen wir ja den ein oder anderen Frosch mit reintun. Mal hier noch. Bräuchten hier noch ein paar Beeren. Dann könnten wir wieder Wein machen. Und wir wollten ja unsere Taverne irgendwann mal eröffnen. So. Doch langsam. War das letzte? Okay. Übrigens, sobald man die Taverne hat, bekommt man schon einiges an Geld. Man muss halt auch noch ein bisschen Zeit mit reinstecken, aber man bekommt schon richtig Geld. Soweit leer. Und alles hier ist voll. Jetzt gehen wir mal wieder hoch in den Keller und schauen, was wir da machen können. Und wo wir da stehen geblieben sind, das weiß ich nämlich auch nicht. Bei 8, okay. Wir schauen einfach nochmal alles nach. Ja, sicher zu sein, dass wir alles geklärt haben. Ja, das sind Diamanten, die kann man noch nicht abbauen. Hätten wir die Punkte dafür? Nee, nicht ganz. Uns fehlen blaue Punkte, dann könnten wir es uns leisten. Hätten wir jetzt auch geräumt, haben wir eigentlich ein recht gutes Schwert oder so ein 0850. Das ist schon ein recht gutes Schwert. Sollten wir uns auch mal ein paar Heiltränke craften. Später. Aber wir können ja eigentlich beides mit dem machen. So, Fledermaus. Nein! Okay. Wir gehen trotzdem noch mal in den Keller. Wir werden hier auch mal mit Wein direkt anfangen und
Bier automatisch herzustellen. Weil das werden wir eh hinterher gebrauchen. Weil ich würde es gerne schaffen, komplett durchzukommen. Können wir den eigentlich wieder rausschmeißen, weil es bloß ein... Es ist nur ein silbernes Saatgut, da... Weil ich bin eigentlich eher auf der Suche immer nach goldenen Saatgütern. Eine kleine Fledermaus kommen. Das ist okay. Lernen wir mal schnell bloß unseren Inventar nochmal. Und dann können wir eigentlich versuchen, den Keller mal komplett zu schaffen. Weil dann sind wir nämlich im Keller auch komplett durch. Das hier rein. So. Ich wollte hier auch noch Ordnung bringen, das stimmt. Das musste ich auch mal machen. Damit es nicht mehr ganz so schlimm hier unten aussieht. Jetzt schauen wir mal, dass man noch ein bisschen unten durchkommt. Dann schlafen wir noch eine Runde und dann schauen wir mal zu unseren netten Flüchtlingen. Wasserschleim. Auch weg. So.
Hat den Bereich auch geklärt. Also gehen wir mal weiter rum, noch ein bisschen weiter und dann schauen wir mal, dass wir uns irgendwann ins Bett legen können. Dass uns dann vor lauter Müdigkeit umfallen. Das braucht man jetzt halt auch nicht. Das ist schon mal praktisch, dass man so den halben Raum clearen kann. Und jetzt hauen wir uns mal ins Bett. Jetzt muss ich bloß noch den Ausgang wiederfinden. Nee, der muss hier drüben irgendwo sein. Vielleicht schaffen wir es ja wirklich, dass wir heute bis 15 clearen. Bis zum Stockwerk 15. Das wäre, finde ich, super, wenn wir das heute hinkriegen würden. Lassen wir mal die und die da. Jo, wir sollten vielleicht auch schauen, dass wir beim Inquisitor, das bringt heute eh nichts mehr, dass wir zum Inquisitor schauen. Machen wir in der nächsten sozusagen Woche. Lass da absichtlich mal alles liegen und stehen. Okay, können wir uns schon mal ein paar Heiltränke machen? Auch noch da. Dann gehen wir auch noch mal raus und schauen, dass wir den Rest unseres Inventars nach und nach rauskriegen. Werden wir auch noch einiges mehr machen. Gehen mal da. Hm.
können wir zerstören, weil das braucht man nicht im Ansatz. Bisschen runter wieder in den Keller und schauen, dass wir nichts aufheben. Ja, den Alkohol könnte man dann hier, hätte man auch hier abliefern können. Oh, den haben wir gar nicht mehr im Inventory. Ups. Und dann, wenn man mit Ebene 10 fertig sind, schauen wir zu unseren Flüchtlingen mal, was die alles brauchen. Weil die können sich ja zum kleinen Teil selbst versorgen. Sagen, wenn wir das Gold jetzt auch nicht abbauen können, dann zweifle ich schon leicht an manchen Sachen. Nicht so einfach hier gerade. Sich sozusagen bis nach ganz hinten durchzuarbeiten.